Willkommen zurück zu Ark Survival Evolved und ja, ich habe es auf die andere Seite geschafft im dritten Anlauf. Ja, zweimal hat mich ein Raptor erwischt, den habe ich dann irgendwann in eine Dino-Horde gezogen. Und ja, die haben ihn dann für mich auseinandergenommen. Und ja, eines habe ich auch gelernt, Schlafsäcke kann man tatsächlich exakt einmal für eine Schnellreise benutzen. Also als ich gestorben bin, habe ich gesagt, komm, okay, Schlafsack, respawn. Ja, beim nächsten Tod war der Schlafsack weg. Das ist also auch etwas ungünstig. Was ich auf jeden Fall sehr cool finde, ist diese Gegend hier. Also ich möchte unbedingt hier ein Haus bauen. Unbedingt. Und ich muss jetzt auch direkt mal, ich will hier ein Holzhaus bauen. Also das muss schon mal sein. Das heißt, ich lerne jetzt als erstes mal das Holzfundament. Und dann werden wir uns hier nach und nach ein Holzhäuschen hinbauen. Und dann schauen, dass wir irgendwann vielleicht auch Dörte hier rüber kriegen. Mal gucken. Weil ich finde die Gegend hier also mit diesem Wasserfall unglaublich hübsch. Und das lohnt sich einfach auch hier was hinzubauen, finde ich. So, Holzfundament. Ich brauche natürlich massenhaft Holz. Also richtige, echte Mengen brauche ich da. Kann ich vielleicht hier schon mal irgendwo ein Lagerfeuer hinsetzen, dass ich mir mein Fleisch braten kann. Ja, Steine müsste ich dafür sammeln. Das sollte jetzt wohl das kleinere Problem sein hier. Okay, das sieht alles aus wie Steine, ist aber kein Stein. Und wir sammeln natürlich auch, weil mich hat das hier rüber schwimmen mit Power Power und Mega Piranhas hinter mir, hat mich ziemlich viel an Hunger gekostet, wie man sieht. Ich bin etwas ausgehungert. Sag mal, gibt es hier keine Steine? Ah, doch, einzelne. Der kleine da vorne tut mir was, der Rest tut mir nichts. So. Und dann brauchen wir gleich schauen, dass wir jetzt Holz sammeln. Wir brauchen schließlich jede Menge Holz. Ja, ich lege die Axt wieder weg, dass ich das einsammeln kann hier. Auf jeden Fall ist ein Holzhaus eben auch stabiler, deswegen möchte ich mal gucken, ob wir hier ein Holzhaus hinbauen können. Ich weiß noch nicht genau, wie ich zu Dörte zurückkommen soll, weil der Schlafsack ja leider weg ist. Es wird also leider genauso gefährlich, da zurückzukommen wie hin. Aber ich habe da ein Ausgangslager, sollte ich mal wieder sterben, kann ich da wohl, Steinchen, auch anfangen. Oder gehe ich halt zu dem Lager, was erstmal näher ist. Werde allerdings natürlich versuchen, hier auch unbedingt wie heißt es, zu schauen, dass hier ein Schlafsack ist. So. Ich finde, der Anfang ist doch schon mal nicht schlecht. Oh, apropos Anfang und nicht schlecht. Ich muss noch springen können, um da hochzukommen. Was, finde ich, natürlich auch wieder super ist, was ein bisschen so Sicherheit angeht, dass ich hier eben springen können muss. Dann wollen wir nochmal gucken. Holz, ich kann ein Holzfundament bauen und ja, für das Lager, für das fehlt mir immer noch was. Ach, guck mal, einer, schau. Das ist auch nicht schlecht. Bewegungsgeschwindigkeit. Oh, Resistenz kann ich jetzt machen. Ist das wirklich das, was ich denke, dass es ist? Aber ich gebe mir tatsächlich trotzdem erstmal noch das und würde jetzt natürlich gerne eine Holzwand dazu auch lernen, dass ich die irgendwann auch kann. So, mein erstes Fundament aus Holz. Damit lege ich ja sozusagen auch den Grundstein. Ich würde gerne so einigermaßen hier hinten, da aber ein Stück von weg zur Sicherheit. So, und dann habe ich hier das erste Fundament gesetzt. Hier kommt dann irgendwann ein Häuschen aus Holz hin. Vielleicht irgendwann sogar mit Fenster. Auf jeden Fall mit hübschem Blick auf einen Wasserfall. Was ja auch sehr, sehr cool ist. Was anderes kann ich eigentlich...
den Stein da kann ich doch bestimmt auch kaputt hauen. Ja. Erstmal ein paar Feuersteine, da brauche ich ja auch. Und dann werden wir auch auf die halt einfach immer zweifelsfall Steine sammeln. So. Ich fälle natürlich auch wieder Holz. Gut, also hier scheinbar wieder eine Baufolge. Es hatte mich ja genug Kraft gekostet, hier rüber zu kommen. Jetzt mal wieder ein bisschen was futtern hier. So. Ja, es hat mich genug Kraft gekostet, hier rüber zu kommen. Ich wollte unbedingt hier rüber. Jetzt bin ich da. Ja, in der Hoffnung, dass ich hier dann auch eine hübsche Ausgangsposition habe. Eine größere Insel immerhin. Und von der größeren Insel dann hoffentlich auch mal zu so einem Strahl komme, der mich vielleicht mit ein paar netten Sachen versorgt. Das würde ja alles doch sehr helfen hier. Was war das? Das war einer, den wir mögen. So. Gehen wir erstmal wieder zurück zu meinem Platz. Kann ich inzwischen mein Lagerfeuer? Nein, dafür... Stein A. Fehlt mir noch ein bisschen was. Dafür auch. Okay. Was ich natürlich mal machen könnte, ist vielleicht die Aufbewahrungsbox bald bauen, dass ich ja halt erstmal was reinschmeißen kann, ne? Dass ich es nicht mit mir rumtragen muss. Da hinten, der da ist sehr groß, aber die Großen tun normalerweise nichts. Soweit ich das bisher weiß. Da? Sind da Steine? Nee. Ah, doch Steine scheinbar teilweise. Das da könnte einer sein. Ja, langsam wird es auch mit den Steinen genug, hoffe ich. Dann kann ich mir mein Lagerfeuer bauen und ein bisschen Fleisch habe ich ja vielleicht sogar noch dabei. Ja, bau ein Lagerfeuer, Junge. So, ich würde dieses Lagerfeuer gerne benutzen und irgendwo hübsch hin platzieren. So, dass es zwar in der Nähe von meinem Haus ist, vielleicht hier so irgendwo, hier. Komm, ich baue es mal hier hin. Hups, so, da. Und dann schauen wir da auch direkt mal hinein. Was habe ich noch an Fleisch? Ich habe definitiv noch Fleisch, das heißt, ich möchte das auch unbedingt anmachen. Werde es jetzt aber mal kurzzeitig mit Stroh befeuern. Stroh verbrennt natürlich um einiges schneller, ist klar. Aber das Holz brauche ich nun mal. Das ist das Problem an der Sache. Ja, das verbrennt echt schneller. So, dann können wir auch mal ein bisschen was davon futtern. Das ist super. Ach komm, schmeiß mal die Hälfte an Holz rein. Geben, neues Holz sammeln. Eigentlich wollte ich die jetzt nicht reparieren, sondern naja, eine andere nehmen. Ich habe ja noch welche. Ups, aber okay. Schaffe, Häusle baue, das dauert hier ein bisschen länger, fürchte ich.
aber dafür wird es halt auch ein stabileres Haus. Wow! Lass mich in Ruhe! Also ich sollte da ein bisschen aufpassen, wo ich hinrenne scheinbar. Zu nah am Wasser ist wohl hier nicht gut. Allerdings bin ich zum Glück schneller als er. Wie wär's? Magst du den da fressen? Statt mich? Er kommt mir leider immer noch hinterher. Der ist aber auch echt groß, ne? Jetzt werden wir gleich mal testen, ob mein Haus da oben sicher ist. Also so sicher, wie ich hoffe, dass es ist. In der Hoffnung, dass der Dino eben nicht hier hochspringen kann. Ich aber schon. Weil das war ja tatsächlich die große, große Hoffnung, die ich hatte. Das wäre nämlich jetzt echt schick, wenn ich hier oben einigermaßen safe bin und der Dino zu blöde ist, da hochzuspringen. Da hinten ist er. Hat mich wohl aus den Augen verloren. Damit komme ich klar, dass der mich aus den Augen verloren hat. Ich sag's, wie es ist. Ah, da guck mal, da hinten ist ein T-Rex scheinbar, der was jagt. Auch sehr cool. Gib mir du erstmal das Holz wieder raus, ich will das haben. Und, oh, mir fehlt Stroh. Echt jetzt? Ja, dann lasse ich das Holz tatsächlich doch erstmal hier, weil dann brauche ich es nicht rumschleppen. Und ich muss halt jetzt ein bisschen aufpassen, wo der Dicke... Jetzt hat der Dicke sich da hinten hingelegt. Ach nö, Leute, ich will doch hier so schön bauen. Jetzt liegt der da und sonnt sich, der Wichser. Entschuldigung. Dann müssen wir schauen, dass wir woanders sammeln. Stroh. Wir hoffen, dass er uns dann in Ruhe lässt. Ich futter mal ein paar Beeren, die füllen ja auch meinen Wasservorrat auf, weil... Naja, ich möchte da gerade nicht runter ins Wasser. Konnte ich ja eigentlich mit rechnen, dass dann so ein riesen Dicker direkt mein Nachbar ist. Aber der Wasserfall ist halt einfach schön. Und hey, alles in allem, ich bin froh, dass ich weggekommen bin. Na, hurra, ich lebe noch und so. Hinten ist er, am rechten Bildschirmrand. So, jetzt habe ich noch einiges an Stroh wieder gesammelt. Ah, geht wieder ins Wasser. Ja, im Wasser bist du mir eigentlich allemal lieber, muss ich ehrlich sagen, wie es ist, ne? So, dann gib mir mal mein Holz zurück. Und dann bauen wir mal das nächste Hüttenfundament. Ganz schön schwer, das Zeug. So, aber ich muss sagen, es gefällt mir, dass ich hier sowas bauen kann. Was kann ich denn eigentlich in das Inventar hier noch so reinwerfen?
Holz ist relativ schwer, habe ich gelernt. Ne? Sortiere mal kurz nach Gewicht. Also Holz ist schwer, kann ich hier reinwerfen. Der Rest ist eigentlich nicht so schwer. Ich habe aber schon wieder so ein Grundgewicht von 40. Kann ich theoretisch Steine reinwerfen? Nee, das frisst ein Mager nicht. Und mein... Ich habe halt hier noch keinen Kühlschrank. Das heißt, mein Kram vergammelt hier noch so ein bisschen leider. Da muss ich halt aufpassen. Ich weiß nicht, ob ich den von oben hier einfach mit einer Zwille platt machen könnte oder so. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er im Wasser wahrscheinlich echt schnell ist. Und an Land ist er behende, zum Glück. Ja, dadurch, dass er am Land langsam ist, habe ich immer noch das Glück, dass ich immerhin... Na, komm raus hier. Ihm weglaufen kann. Ja, ich glaube, der beobachtet mich auch tatsächlich noch, der Arsch. Ist da unten, beobachtet mich und hält mich von der Arbeit ab. Ich hoffe mal, das ist der einzige direkte Nachbar, der mich nervt. Und nicht, dass ich hier noch mehr Nachbarn habe, die nervig sind. So, wir holzen hier erstmal großzügig den Wald ab. Ein bisschen was fehlt noch. Ja, wie dem auch sei, ich versuche, wie ihr seht, mir auf jeden Fall hier ein neues Domizil aufzubauen an einem sehr, sehr hübschen Ort. In der Hoffnung, dass es da, ja, auf Dauer sicherer wird zumindest. Wenn auch schon nicht jetzt direkt zu Anfang. Oh, ich bin... Ha, super, ich bin zu schwer zum Springen. Das ist natürlich jetzt richtig toll. Ja, dann muss ich echt mal was fallen lassen, weil ohne Springen komme ich nicht an mein Domizil. Das ist ein, ja, geringfügiges Problem. Allerdings eins, womit ich... Uppala, lass mal das fallen hier. Immer noch zu schwer. Echt jetzt? Was trage ich alles mit mir rum? Ha! Dann fresse ich halt was, dann kann ich wieder springen. Schlimm, schlimm, schlimm. So, da ist mein Häuschen. Ich weiß nicht sicher, ob das... Warte mal, ich habe hier 44 Gewicht. Das scheint schwerer zu sein. Also ich weiß nicht, wie groß das Haus hier werden kann. Zum Beispiel, ob es da überstehen kann, das weiß ich nicht. Ja. Es kann leicht überstehen, das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Und dann kann ich es hier so schön ein bisschen, ne, da reinbauen. Hier jetzt nach vorne im Idealfall. Und es ist einfach wirklich ein schöner Ort. Ne? Man könnte ins Wasser springen, wäre man lebensmüde. Dann könnte man tatsächlich auch das tun. Ups, das war die falsche Taste. Aber ja. So. 9 Minuten, dann verfällt mein Fleisch. Wo ist der Dicke? Ich sehe den Dicken nicht mehr, das beunruhigt mich ein bisschen. Wie auch immer er wirklich heißt, ich weiß es nicht. Aber es beunruhigt mich, dass ich ihn nicht mehr sehe. Na gut, im Idealfall ist er erstmal wieder abgehauen und ich habe ein bisschen meine Ruhe. Wäre schick. Aber irgendwie traue ich halt dem Frieden nicht. Weil der war schon echt sehr nervig, der Typ. Da-da-da-da-da.
Oh, meine Axt ist kaputt. Aber ich hab noch eine, oder? Komm, ich hab noch eine, nimm erstmal die daher. Das könnte ich auch mal machen. Ich brauche ja nicht mehr so viele Äxte. Ich könnte davon auch ein paar wegwerfen. Da, da, da. So, jetzt noch ein bisschen Stroh. Weil auch fürs Holzhaus braucht man ein bisschen Stroh scheinbar. Was zum Abdichten oder so, wer weiß. Oh, die ist auch kaputt. Das macht aber nichts, weil auch da haben wir noch eine. Und die kaputte Spitzhacke werde ich definitiv hier fallen lassen. So. So, wieder ein paar Beeren fressen, das wegen dem Wasser. Vorräten. Oh, verschätzt. Ich habe zu wenig Holz, aber das macht nichts. Wir haben ja noch was am Feuer liegen. Nimm das Holz mal vorerst raus. Bau ein Holzfundament. Und schmeiße den Rest wieder hinein. Fein, fein. Kann ich Stroh hier rein? Ah, ich kann Stroh auch hier lagern. Das ist super. Also man kann Stroh und Holz da drin lagern. Und so kommen wir doch langsam, langsam kommen wir doch hier voran. Ah, da, ich sehe auch den Dicken wieder. Also es ist jetzt in Anführungszeichen beruhigend, dass ich ihn sehe. Und ich weiß nicht, ich hoffe ja fast, dass die zwei sich da miteinander anlegen. Weil ja, der dicke, der unten da, der Wasserviech hat scharfe Zähne. Aber ich glaube, wenn der Große da ein paar Mal kräftig drauf trampelt, dann ist der Dicke platt. Und das wäre ja prinzipiell genau das, was ich gerne hätte. So. Also der war schon nervig. Ich habe hier echt so schön in der Nähe abholzen wollen können am Anfang ja auch. Und dann kam er da an. Aber ich bin froh, dass er mich aus den Augen verloren hat, dass ich hier in Ruhe weiterbauen kann. Und ich hoffe halt auch echt noch, dass die Dinos ein Problem mit dem Springen da haben. Weil ohne Springen kommt man einfach nicht zu diesem Haus hin. Hier ist relativ nah, ne? Der große Obelisk oder wie man das auch genau nennt. Wupp. Ja, ganz schön viel Arbeit, so ein Holzhaus. Aber ich hoffe halt einfach, dass es stabiler ist. Habe ich noch eine Steinaxt? Ich habe noch eine Steinaxt. Machen wir sie einfach mal da rein. Nach kaputten kommt drei, brauche ich echt nicht. Lass ich eine mal fallen. Eine wollte ich fallen lassen, so. Weil ich denke, zwei reichen. So. Was habe ich an Holz? 58 und noch ein paar im Feuer. Mal aufpassen, wo der Dicke ist. Da hinten ist der Dicke. Jetzt muss ich sie reparieren. So. Da habe ich meine Axt wieder. Oh, das habe ich eh schon abgeholzt. Okay. Lalalala. Das ist doch mal ein hübscher Großer. Den fälle ich jetzt auch noch. Mal gucken, wie schwer ich dadurch werde. Ja, Leute, ihr seht mich rennen. Aber so richtig. Und ich bin, warte mal. Ich habe ein Gewicht von 97
von 100. Also nah an der Traggrenze heißt auch schon echt übelst. Ja. Ich meine, ihr seht, wie schnell ich bin. Jemand. Gleich habe ich das olympische Feuer. Kann nicht mehr. Doch nicht erreicht. Ja, was wegwerfen ist ja schön und gut. Ich müsste es dann nur wieder finden. So, was kann ich denn wegwerfen? Weil es geht ja auch kaputt hier. Kann man so, warum kann man die nicht stapeln hier? Ja, sortiere nochmal nach Gewicht bitte. 11, 7. Lass mal das. Oh. Lass mal das Holz hier fallen und die 7 Steine. Dann schauen wir mal. Ja, es liegt auf jeden Fall da. Ich kann wieder rennen, das ist gut. Dann hole ich den Kram gleich. Ich mach das jetzt nur schnell so. Holz hier rein. Stroh auch. So, dürfte voll sein. Und dann hole ich mir kurz den Kram, den ich da oben überall liegen lassen habe. Bevor der despawnt, ne? 1,5 Minuten waren es schon wieder nur noch. Oh, und ich muss wieder mal. Also ich muss hier echt meinen Wasserhaushalt komplett aus Beeren füttern. Das ist nicht unbedingt gut, aber ja, was soll ich sagen dazu? Wie nur eine? Ist ja Wahnsinn. Knapp. So, legen wir das Zeug wieder ab, dass ich mich bewegen kann. Aber hey, ich habe schon 5 Stück gebaut. Oh, mein Haus nimmt Form an. Könnt ihr euch schon vorstellen, hier Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, alles drin. Mindestens. Wenn nicht noch mehr. Und so. Wo ist der Dicke? Aber ich mag das nicht, wenn ich den manchmal nicht sehe, ne? Weil der. Ich weiß halt einfach nicht, wo er ist, wenn ich ihn nicht sehe. Klingt logisch, ne? Total. Ich wage mich auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mehr in die Richtung. Weil ich brauche halt auch das Holz hier. Ah, eine Wahnsinnsfolge heute. Tut mir auch furchtbar leid, wenn sie nicht so spannend ist. Die nächste wird hoffentlich wieder spannender, aber man muss ja auch so ein bisschen sich um sein Häuschen kümmern, dass man hier auch einen wohltemperierten Ort zum Pennen hat, im Zweifelsfall. Und ich brauche wieder irgendwas für Wasser. Also ich lebe derzeit echt von Beeren im Zweifelsfall. Die bringen immerhin, machen die Hunger weg und Wasser weg. Voll. Und das ist halt gerade ein echter Vorteil für mich, weil ich traue mich gerade nicht so richtig an das Wasser ran. Dagegen werde ich auch noch was unternehmen müssen, dass ich mich wieder mehr an das Wasser rantrauen kann. Also irgendwann muss ich den schauen, ob ich ihn platt kriege. Und vielleicht von oben mit einer Zwille oder so, ich weiß es nicht. Das da hinten ist eindeutig blau. Ich weiß gerade nicht genau, wie groß blau ist, aber spontan würde ich sagen, kriege ich noch nicht auf. So. Ich fress mal kurz meine Beeren wieder. Wasser. Ja, ich brauche bald echt mal. Muss ich doch mal schauen, ob ich irgendwie da vernünftig doch einmal runterkomme ins Wasser. Kurz was trinken und wieder abhauen. Komm, bau mir auch mal eine Holzwand. Was braucht man eigentlich so eine Holzwand? Ja, ein bisschen weniger, nicht viel, aber ein bisschen. So, wir legen den Kram wieder hier rein. Weil Essen wäre gar kein Problem, ne? Also Essen, ich habe noch ein bisschen Holz. Fleisch meine ich natürlich. Holz. Holz essen. Bin doch kein Biber hier. Entschuldigung. Und, naja.
Jetzt habe ich es fallen gelassen. Ich bin ja doof heute. Gut, dass es nicht gleich verschwindet. So, benutzen. Einmal dorthin. So. Und dann kommen wir, fangen auch an, die erste Holzwand zu bauen. Tschack. Na? Wird doch. Dann wird das hier ein hübsches Häuschen. Sieht auch besser aus als so eine Strohwand. Gebe ich ja zu. Da ist der. Ah, da unten ist der Dicke. Hat er mich gesehen? Ich glaube, der hat mich gesehen, oder? Geh mal noch ein Stück höher. Da unten liegt er. Da liegt er, der Dicke. Gar nicht nett. Soll ich mal ein bisschen mehr Tragkraft machen? Ich bin gerade echt so, oder schneller rennen können. Komm, ich mach mal einmal mehr Tragkraft in der Hoffnung, dass mir das was hilft. Holzkäfig, Holzschild, Holzstuhl, Zement, Kochtopf. Wow. Okay, okay, allerdings wird mich erstmal so. Grabstein? Und denken, indem wir. Ein Fernrohr, auch mal cool. Ich kann mal sobald ein Fernrohr bauen und auch einen Kompass. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Eine Leuchtpistole. Dafür brauche ich aber Schießpulver. Und ab wann? Oh, Holzbarrikade. Diese unglaublich scharfen Holzspitzen sind für jeden gefährlich, der sie anfasst. Große Kreaturen tragen einen höheren Schaden davon. Das ist natürlich gerade mal richtig, richtig geil. Ein Bewässerungssystem, das Wasser über Land transportieren kann. Verschiedene Sättel. Kriegstrommeln. Ist ja mal witzig. Aber das finde ich auf jeden Fall mal hier sehr, sehr cool. Oh. Holzwandschild, Holztür. Hier Holztürrahmen brauche ich bald. Den nehme ich auch mal. Und die Barrikaden sind natürlich sehr, sehr, sehr cool. Um mich so ein bisschen gegen diese Viecher da unten zu schützen. Ja, das hat dann echt auch seine Vorteile, weil wenn der sich an so einer Holzbarrikade einrennt und dann hoffentlich platt geht daran oder zumindest sich gut verletzt, dass ich es einfacher habe, das würde mir natürlich echt helfen, ne? Das würde mir natürlich echt helfen, wenn der sich da so ein bisschen dran die Nase einrennen kann. Ich muss halt irgendwie eine Lösung finden, wie ich den wegmache. Und das da sah jetzt halt echt nach einer möglichen Lösung aus. Zumal die Bäume hier weniger werden. Und es wird dunkel. Ja, von hier kann ich ihn beobachten. Und auch mal kurz gucken. Da-da-da-dam. Wo ist der Kram? Was brauche ich dafür? Leder. 10 Leder und ich habe nur 3. Ja, das ist natürlich noch in gewissermaßen ein Problem, dieses Leder. Eine Zwille ist ja gut und schön, allerdings habe ich auch relativ wenig Steine und die Zwille, ja, sind wir ehrlich, sie funktioniert nicht wirklich weit. Ich brauche also unbedingt, muss ich irgendwie an Leder kommen, dass ich da irgendwo eins hinsetzen kann und ihn dann vielleicht in die Falle locken kann. Wie viel Holz habe ich jetzt eigentlich wieder? 46. Weil wenn ich ihn in die Falle locken kann, habe ich halt auch vielleicht das Glück, ne, dass er, ja, ach, tu mal, durch das Leveln bin ich auch wieder voll geworden. Hätte ich jetzt die Bären gar nicht futtern müssen. Ah, Mist, egal. Ne,
wenn er sich da dran die Nase einrennt, habe ich ja vielleicht das Glück, dass er entweder platt ist oder zumindest sich ja so stark verletzt, dass ich es leichter habe, ihn platt zu machen. Beides sind halt ja, Optionen, die es mir einfacher machen, ihn loszuwerden. Na, guck mal, das reicht noch nicht. Dann sammle ich hier drin erstmal. Mein Fleisch ist inzwischen verdorben. Drei Leder erst. Und er pennt irgendwo. Da pennt er. Ich sehe ihn da. So schön die Stelle ist, so unpraktisch ist sie teilweise. Das sieht grün aus, ne? Grün kann ich, glaube ich, auch noch nicht. Das da ist echt relativ nah. Allerdings, solange da keiner irgendwie ein fieses Monster beschwört und in meine Richtung zieht. Und dadurch, dass ich auf dem Server hier noch alleine bin, bin ich da doch relativ sicher. Ich brauche Holz. Hat jemand Holz für mich? Hallo. Bisschen. Nur ein kleines bisschen Holz. Das wäre so toll. Ob man so einen Baum auch fällen kann? Da müsste eigentlich echt massig Holz rauskommen, ne? What? Du willst mich jetzt doch verarschen. So ein übelst riesiger Baum, du hast Traumel dagegen und er ist platt. Also da bin ich jetzt dann doch echt schwer enttäuscht von, was diese Bäume bringen. Da bringen ja die auf dem Boden liegenden fast mehr. Liegen dadurch vielleicht welche auf dem Boden rum jetzt. Ja, alles nicht ganz so einfach heute hier mit dieser Folge, aber immerhin, hey, wir haben es endlich auf die andere Seite rüber geschafft. Es hat lang gedauert. Oh, halt, mach das Feuer wieder aus. Nicht, dass hier was von meinem kostbaren Holz verbrennt, immerhin brauche ich das. Was fehlt mir noch? Oh, Stroh. Stroh ist jetzt nicht das Problem, haben wir auch da. So, einmal noch herstellen. Und ich denke, fertig bauen tun wir die Hütte dann, ja, ich weiß nicht, vielleicht baue ich sie einfach zwischen den Folgen fertig, dass ihr das Langweilige nicht anschauen müsst. Und ja, dann werden wir mal gucken, wie wir das alles hinkriegen, über kurz oder lang. Jedenfalls, ich finde das hier total cool mit meiner Hütte. Hier, da. Da möchte ich es haben. So, das wird eine hübsche Hütte. Das ist ein hübscher Ausblick an der Hütte. Hier werde ich mich irgendwann mal wohlfühlen, sobald halt der Riese von da hinten weg ist. Ja, ihr seht fürchterlich. Ich weiß nicht, wie viel ihr seht, aber aktuell. Ach komm, ich mache die Fackel noch mal an für den Endscreen. Ne? Das wird mal hübsch hier. Aktuell ist es nicht so hübsch. Aber eines schönen Tages können wir hier sagen, schaffe, Häusle baue und ja, wir stehen dann in der nächsten Folge hoffentlich vor einem fertigen Holzhaus. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts. Liked die Folge, ich freue mich über alle Kommentare natürlich auch und genauso freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, tschüss und viel Spaß.